Hallo, ich bin der Alexander Benz von Mandarin Medien und arbeite hier als Kundenberater. Wenn Sie wissen wollen, wie viel ein Besucher Ihrer Webseite tatsächlich sieht, dann ist das Tool Browser-Website-Test genau das Richtige für Sie. Googeln Sie doch einfach mal nach diesem Namen Browser-Size-Test, gehen Sie dann auf diese Webseite, die Ihnen in den Suchergebnissen angezeigt wird, und tragen Sie in die Suchmaske dementsprechend die URL der zu testenden Seite ein. Ich habe hier als Beispiel mal eine Webseite von einer Versicherung zurate gezogen und diese Webseite diesem Test unterzogen. Wichtig sind auf jeder Webseite, ohne zu scrollen, tragende Elemente sofort im sichtbaren Bereich darzustellen. Das sind zum einen natürlich die Navigation, das sind weiterhin die Kernaussagen auf dieser Webseite. In diesem Fall soll eine Lebensversicherung angeboten werden, zu einem gewissen Stichdatum mit einem gewissen Bonus. Weiterhin, ganz wichtig, die vertrauensbildende Maßnahmen durch Zertifizierungen und der Aufruf, Call to Action, hier etwas zu tun, in diesem Fall der Button, jetzt abschließen. Mit dem angesprochenen Browser-Size-Test von Google stellt sich diese Webseite hervorragend durchdacht dar. Immerhin werden die zwei meistgenutzten Auflösungen 1280 x 800 Pixel bzw. 1024 x 768 Pixel auch auf dieser Webseite sauber dargestellt. Die tragenden Elemente, die ich eben schon angesprochen habe, fallen genau in diesem Bereich. Ich muss nicht scrollen, ich kann sofort die Kerninformation und das Call-to-Action-Element wahrnehmen und dementsprechend auch hier einen Kauf durchführen. Nehmen Sie einfach mal Ihre eigene Webseite und auch Best-Practice-Beispiele aus dem Netz von Ihren Mitbewerbern unter die Lupe mit diesem Browser-Size-Test-Tool. Wenden Sie sich gerne an uns, wenn Sie dort Fragen zu haben oder aber wenn Sie hier mit Optimierung ansetzen möchten. Wir freuen uns auf Sie. Bis dann.